Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Valheim Mistlands. Ja, das dauert nur, dass diese zwei Magier waren. Das hat's deutlich vereinfacht. Ich bin dann direkt beim nächsten Mal einfach hier oben, hab gewartet, bis ich Full Life war. In meinem Fall, ich war sogar so dreist und hab einfach nur zwei Nahrungsdinger genommen. Und ja, reingeprescht, raufgeschlagen und sie waren tot. Ich hatte erst den Eismagier kaputt gemacht, weil der Feuer machte mir gar nicht so viele Sorgen. Weil das ist in etwa, wahrscheinlich sind das die gleichen Zauberstäbe, die ich auch haben könnte. Und der Eisstab, der war halt relativ gemein, weil er relativ schnell mir Treffer zugefügt hatte. Beim ersten Mal, als wir da waren. Jetzt eben beim Aufräumen tatsächlich habe ich nicht einen einzigen Treffer abkassiert von dem Ding. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Es war aufregend. So, hey. Hey. Okay. Hasenjagd. Könnte ich nochmal optimieren, meine Taktik. Oh, Schuppenhaut. Das Fleisch ist interessanter. Ich habe jetzt auf der Map auch schon die ganzen Todzeichen weggenommen wieder und habe auch ein Kreuz durch das Zwergenhaus gemacht. Mir fällt gerade ein, dass hier hinten... Was ist da? Nee! Oh, dann habe ich ja eben auch das Hasenfleisch vergessen. Wo ist es? Komm her! Boah, ich bringe sie um, weil ich das Fleisch haben will und lasse das Fleisch liegen. Ich bin stolz auf mich. So, hier drüben war doch auch noch ein Armbrustschütze, oder? Der hat uns ja von der Seite ein bisschen angeärgert. Oh, da ist er. Hi! Ja. Scheinbar war hier auch ein Sucher. Gut. Oh! Hase! Hase! Na, kein Hase. Wir kriegen dich! Doch nicht. Ah, doch. So. Haben wir. Was habe ich denn hier noch alles markiert? Wurzel, da können wir weg. Wurzel, Ausgrabung. Hier ist noch eine Ausgrabungsstelle. Da könnten wir tatsächlich einfach hin. Und mal gucken. Vielleicht gibt es da ja nochmal was zum Abholen für uns. Taschentücher zum Beispiel. Dann hat sich der Ausflug gelohnt. Dann können wir uns auf den Weg zum Boss machen. Beziehungsweise ich werde jetzt unterwegs natürlich nochmal versuchen, gezielt ein, zwei Hasen mitzunehmen. Oh. Ich muss auch gerade mal sagen, diese Fenris-Rüstung und der Federmantel ist eine richtig geile Kombination. Das macht Spaß. So, die Richtung. Na komm her. So schlimm finde ich euch gar nicht mehr. Oh, ich könnte vielleicht jetzt noch mal was essen. Bevor ich mich hier jetzt doch... Oh! Vertue. Okay. Weil das war jetzt das letzte Superfest mal, was wir hatten. Oh. Hier müsste ich wieder gezielt. Aua, die Magier loswerden. Sind wir Freunde? Halbwegs. Oh ja, komm her. Oh yeah. Nice, der räumt auf ein bisschen. Der überlebt nicht lange, aber... Ich wollte euch nur helfen. Nur helfen wollte ich euch.
versuche mein Glück mal. Und abstechen. Sie rennen mir zu hektisch. Okay, ich sagte dir das letzte Mal von irgendwas mit Klugarbeiten, Handeln und so ein Spaß. Das ist nicht klug, was ich hier tue. Ist mir egal. Der letzte. Jetzt wäre mit Magie natürlich etwas einfacher. Aber egal. So. Vielen Dank für euren Scheiß. Was liegt denn hier alles noch rum? Münzen. Hier schwarzer Marmor. Ist mir erst... Oh! Hi! Oh, genau das meine ich. Wenn man ein bisschen. Das war schon etwas strategisch klüger als das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und schon klappt das auch. Schwarzer Marmor. Ich würde ihn. Ah, gut, ich nehme ihn vielleicht doch mit. Ich verzichte dafür auf Blutklumpen. Ich habe für die noch keine sinnvolle Verwendung wirklich. Und Zecken kann man sich ja theoretisch. Man braucht ja nur einen Riesengehirn und kann sich Zecken bis ins Unendliche farmen, wenn es danach geht. Hi! Vega, Förderer! Uhu! Noch ein auf Lager. Habt ihr hier Taschentücher drin? Yo! Habt ihr? Und hier im Gehirn müssten ja noch mehr sein. Eichgewebe. Und rein da. Auch das ist zu gut. Wir haben was jetzt aus den Kisten bekommen. Wir hatten was aus dem Haus. Was natürlich nicht so gut lief. Aber ja, wir haben da was rausbekommen. So, stehe ich da langsam mal hier anstehen. Oh, ist mein Stack voll? Mein Gewicht ist voll. Ja, dann nimm mal mehr Gewicht. Ausräumen könnte ich dann nachher mal. Wissen es allerdings auch eklig, hier mit der Spitzhacke das Gehirn rauszukratzen. Das Deck ist voll. Ja, geil. Komm, Kupferschrott brauche ich nicht. Kupfer hole ich mir, wenn ich es brauche, einfach aus dem Düsterwald und bin durch mit der Kiste. Ja, gut, das Kupfer hat doch das ganze Gewicht gefressen. Dann kann ich auch mein Lämpchen wieder annehmen. Das Gehirn erfolgreich ausgekratzt. Und 48 Taschentücher haben wir jetzt in den letzten zwei Folgen wieder geholt. Geil! Auf die Spitzhacke überlebt das. Ja, wir haben noch genug. Das wäre sonst echt ein bisschen bitter. Na? Da vorne ist Freiheit.
Achso, ich werde mir die jetzt hier mal durchstreichen. Ich habe hier noch einen Turm, ein Haus. Eine Stadt. Auch irgendwas war da hinten, was mich ständig umgebracht hat. Wahrscheinlich die Zwergenstadt. Hier oben ist unser Boot. Ja, also ich glaube, wir haben hier eigentlich uns relativ gut schon mal durchgelootet. Ich frage mich jetzt gerade, wenn wir den Boss machen, wenn er zufällig in der Nähe von so ein paar Zwergen ist, ob die helfen. Würde mich mal interessieren. Weil das würde den Kampf, glaube ich, doch vereinfachen. Und nicht nur ein bisschen. So, ich würde hier gerne rauskommen. Oh. Oh, oh. Hey. Freiheit. Okay. Wurzel, Zwergenhaus. Hier unten haben wir was zum Wegteleportieren. Hier ist was zum Wegteleportieren. Ja, ich glaube, hier ist der kürzere Weg in die Richtung. Und schon wieder sind wir mitten in der Nacht unterwegs. Ich bin begeistert. Passiert mir ja nie. Natürlich werde ich jetzt unterwegs nochmal nach Hasen Ausschau halten. Naja, Ausschau halten. Auch vielleicht nicht unbedingt. Die ich sehe, nehme ich mit. Ach, ich habe ja gar keinen Fallschaden mehr. Ey. Also dieser Mantel ist geil. Ich finde auch das Ding hier total geil, diese Brücke hier, das Aquädukt oder was auch immer das mal war. Total geil. Ausdauer? Ich habe auch irgendein Beet gefunden, ne? Ah, hier. Gesundheit und Ausdauergeneration wird verringert. Gesundheitsregeneration minus 50% und Ausdauer plus 100. Ja, okay. Wuhu. Ja, der Mann ist geil. Haut drüber. Schnappen wir uns dann mal unser Boot. Schiff, Floß, was auch immer. Und machen uns auf den Weg. Na gut, ich könnte nebenbei noch mal ein bisschen Eiter raffinieren. Eiter raffinieren. Oh. Und aussortieren natürlich. Ich würde mal sagen, die Sachen, ich packe die mal beim Harz hier mit rein. Weil wenn ich dieses Zeug brauche, ich ja eigentlich nur für... Ach, Raffinieren von Eiter. Also passt das eigentlich. Holz. Zack, zack. Echt gut dabei. Schön. Haut. Zack, zack. Ach ja, neues Schild hätte ich auch gerne mal. Chitin, wo ist es denn? Ich habe auch einen Faustschild, ne? Gewicht 5. Ja, ich nehme den Faustschild hier. Ich glaube, der bringt da schon etwas mehr. Was hat Blockrüstung 78? Ich habe Blockrüstung 66. Ja, gut, der hier würde natürlich noch besser sein. Ja, ich mache das Faustschild. 3 Schuppenhaut, 16 Chitinpanzer. Also immer die, Darnsteak. Da was. Und dann machen wir uns ein Schild. So. Das Faustschild erstellen. Aufwerten. Chitin-Faustschild.
Und auch da. Stufe 2 Schluss, weil irgendwie ich müsste die Werkbank auf Stufe 3 und das geht nicht. Das ist aber in Ordnung. Ich habe mich da ja jetzt quasi mit abgefunden. So, Harz. Bringen wir hier rein. Dann haben wir Trophäen. Ja, gut, ich räume das Inventar mal auf. Das kann auch noch mal ein bisschen dauern. So, wir haben irgendwo jetzt hier Trophäe von denen, genau. Was haben wir hier noch? Gallenbeutel. Oh, hält sich in Grenzen, das, was wir da noch haben. Equipment. Ich werde überlegen, ob ich den Megengiat vielleicht mal hier lasse. Ich brauche ihn doch recht selten. Vor allem, wenn wir so viel in den Nebelland unterwegs sind. Ja, ich lasse ihn einfach mal hier, haben wir einen Slot mehr. Schild kommt auch noch hier rein. Das heißt, ich pack dich mal hier oben hin. Zu den anderen Alternativdingen. Holz. So. Aber wir haben auch noch kein Hähnchen für uns selbst gemacht, ne? Eigentlich noch was reparieren. Feder auch mal. Ah. So. Marmor. Gut. Ah, ich müsste mir vielleicht nochmal wieder Obsidian holen. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Oh, ich habe hier noch Hörner. Gegnerloot. Rüber. Den Med packe ich mal hier rüber. Passt schon. Ist denn die Sachen mal? Das rohe Sucherfleisch. Also hier das Sucherfleisch, das könnte ich mir eigentlich wirklich mal ein Steak mitnehmen. Gegrillt. Das ist gutes Essen. Wir schwimmen in dem Zeug und das passt schon. So, wir haben alles aufgeräumt? Nein, haben wir nicht. Ich habe noch zwei Zwergenförderer. Oh, drei Stück. Cool. Homnü. Ah, wir können auch nochmal Harz mitnehmen. Ja, wir können immer mehr. Ich weiß. Wir nehmen den Harz noch mit. Wir nehmen den Harz noch mit. Der passt wunderbar in unseren Rucksack. Vorhin, da ich jetzt auf Medien gerade verzichtet habe. Dann dürfte das richtig gut passen. Wow. Ich bin begeistert. Da, gib mir mal was. Voll, danke. 10? Weil die Wurzeln, irgendwann geben sie ja kein Harz mehr, ne? Danke. Und hier rüber. Na, ich könnte noch mehr platzieren für den ganzen Spaß jetzt. Aber ist egal. Ich lasse das Harz jetzt auch erstmal in meinem Inventar. Raffinerie können wir später machen. Was sagen unsere Hühnchens? Ein ausgewachsenes Huhn! Zwei! Henne! Oh. Henne liebt dich! Oh ja! Womit fütter ich euch? Okay, ich würde gerne, dass diese Henne da vom Feuer weggeht. Wir haben ausgewachsene Hennen. So, warte. Ich bin jetzt stark. Wir lassen das jetzt so. Wir gehen zum Schiff. Um das Essen kümmere ich mich. Da ich ja, hatte ich schon mal erwähnt, von Mittwochs bis Mittwochs aufnehme, werden die Kommentare da nicht schnell genug da sein. Das heißt, ich werde vielleicht tatsächlich kackenfrech seit Ewigkeiten mal was rausgoogeln. Ich finde das übrigens ziemlich lächerlich, dass ich diese Mod fürs Floß installiert habe und da einfach nur ein Portal draufstehen habe. Das ist doch eigentlich nicht wahr. Muss stumpf nach Norden, ne? Das Nervige ist gerade, dass das Portal so laut ist. Das dröhnt mir gerade richtig auf den Ohren.
Aber wenn ich das jetzt umbenenne, ist auch scheiße. Das wäre jetzt was für die Drachenmutter. Ich kann das Portal natürlich auch einfach angucken, dann dröhnt es nicht ganz so sehr. Lächerlich, wie wir da gerade rumlaufen, oder? Ich würde doch fast sagen, dass wir uns nochmal den Drachenmutter-Skill vielleicht mitnehmen. Hier, es ist nur eine kleine Nebelaninsel, da werde ich jetzt wahrscheinlich keine große Entdeckung machen. Geradeaus ist nicht Norden auf jeden Fall. Ah, wir kommen um die Insel hier rum, rechts. Gut. Warte, ich benenne dich einfach um. Schiff 1. Ah, jetzt nervst du mich auch nicht mehr. Und wenn ich hier wieder hin will, benenne ich einfach auf einer Seite auf Schiff 1. Und wenn ich hier weg will, nehme ich die 1 wieder weg. Voll schlau. Aha. So. Ah, sollten wir irgendwann nochmal eine neue Staffel Valheim machen, würde ich diese Floßmod, wenn sie bis dahin noch supported wird, beziehungsweise auch noch weiterentwickelt wurde, als Primärpunkt der Staffel nehmen. Weil ich finde es eigentlich geil, dass man hier das hat. Ich könnte hier mein Haus mitnehmen, ich könnte es alles irgendwie hübsch bauen, aber irgendwie mache ich das nicht. Naja. Hier rechts. Gibt es hier eigentlich nur Nebellande so am Rand? Schon spannend. Das links ist wahrscheinlich auch Nebellande. Aber wir haben noch einen ordentlichen Weg vor uns, das ist okay. Dann zurücklehnen, Ausflug genießen. Will ich auch nur so mehr anlegen. Ich werde da mal schauen, dass ich da ein bisschen was zusammengefertigt kriege, was den Schnitt angeht. Ich mache mich dann mal auf den Weg zur Königin. Ihr werdet dabei sein. Ihr werdet aber deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen dafür als ich. Da ist eine Riesenschildkröte zum Looten. Okay. Wir machen doch einen Zwischenstopp. Ich glaube, das brauchten wir für irgendwie gar nichts. Ich glaube, das ist irgendwie eine andere Art von Chitin, die wir da bekommen. Ja, warum nicht, ne? Oh. Fangen wir mal da oben an. So. Oh, ich hätte meinen Spitzhacke auch mal reparieren können. Naja. Die Kröte beschwert sich ja nicht mal. Okay. Kröte, ich kratze gerade an deinem Panzer rum. Was? Wieso juckt dich das nicht? Ist das die Spitzhacke? Sorgt die dafür, dass die Kröte sich nicht daran stört? Okay, das ist geil.
Gut. Ah! Sie stürzt sich doch. Aber nicht allzu viel. Dann nehme ich die auch noch mit. Tschüss! Was schön mit dir! Hier haben 60 Chitin! Okay! Na dann mal auf eine gute Bootsreise, würde ich sagen. So, ja, ich bin jetzt irgendwie schon seit über 10 Minuten am Geradeausfahren und der Wind war zum Großteil der Strecke echt gut. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Das ist ja so ekelhaft weit weg, dass ich vielleicht doch ein minimal hübscheres Schiff haben wollen würde, um das wir uns dann kümmern werden. Erstmal kommst du hier wieder auf Schiff und nicht Schiff 1. Das werden wir jetzt heute in der Folge nicht mehr machen. Alter! Ich weiß auch nicht, wie schlau es ist, dass ich jetzt dafür die Nebellade angelegt habe. Wuhu! Oh. Ja, gut.
Das war auch nicht so schlau, aber letztendlich, ich glaube, wir schnappen uns mal ein bisschen Holz und machen da, ich würde mal sagen, leichte Optimierungsarbeiten am Boot dann demnächst mal. Ich werde dann beim nächsten Mal bestimmt auch wissen, mit was ich die füttere. Wird wahrscheinlich sowas wie Gerste sein. Vermute ich jetzt mal. Zweifelsfall vielleicht doch Meutebeeren. Also ich schätze mal, da wird sich schon was finden. Da bin ich zuversichtlich. Aber dadurch, dass wir jetzt schon wieder so lange unterwegs waren, ist vielleicht neues Harz nachgelaufen. Und dann können wir während den Bauarbeiten nochmal eine Runde am Schiffchen rumarbeiten. Oh! Jo, die Wurzel habe ich kaputt gespielt. Die auch. Ha! Witzig. Wir müssen uns noch neue Wurzeln suchen. Auch eine gute Aufgabe fürs nächste Mal, würde ich sagen. Mal die Sachen hier. Weil wir können uns ja ganz bequem sogar ich trage zu viel. Das ist echt jetzt? Wow. Wir können uns dann ja mal ganz entspannt neue Wurzeln suchen. Aber ich schätze mal, es wird erledigt sein, wenn ich den hier rausschmeiße. Ich nehme es aber trotzdem mit. Einfach aus Prinzip. Oh. Ah ja, das ist dann fürs nächste Mal. Wir brauchen neue Wurzeln. Ich werde das Schiff, also das Floß, minimal, sagen wir mal, verschönern. Und dann geht die weite Reise zur werten Königin noch weiter. Habe ich hier noch Geld? Ja, hier, bitteschön. Das, bloß ihr Bescheid wisst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.